6. Januar verlassen wir Zweisel und erfahren, dass der Ardo-Pass wegen Erdrutsch gesperrt ist. Deshalb fahren wir nochmal am Mount Cook vorbei auf der Straße 75 bis Springfield über Oxford und den Lewis Pass, ca. 750 Kilometer bis Greenmouth. Jetzt sieht man das ganze Panorama mit dem Mount Cook. Ist das nicht schön? Nach einer Übernachtung in Greenmouth an der Westküste fahren wir heute am 21. Januar Richtung Norden zum Punakaiki Nationalpark. Und ein Grün. Was sind das glückliche Kühe? Das ist so. Ja.
spektakulär. Von der Perspektive habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich nicht nochmal die Foto mache. Wahnsinn. Ja, welche Figur das sein soll, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls ist es beschnitten und bearbeitet. Baumhohe Fahne sind das hier. Weiter geht die Fahrt durch wilde Landschaften Richtung Nelson, unsere nächste Unterkunft. Die Holz, die machen das da zum Feuer.